Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Die Schlömpels zocken. Und zwar Sea of Thieves, das neue Tall Tale von Monkey Island. Unsere Aufgabe wird es sein, Guybrush Threepwood aus seiner Illusion zu befreien. Los geht's! Vorsicht hinter euch, ein dreiköpfiger Affe! Gurken. Ah, und das Gurkenglas, okay. Was ja. Habe ich auch ausgetrunken? Kommst rein und das ist das erste Wort, was ich höre, ist Gurken. Das ist schön. Hi, Wendy. Halt die Fresse. Hey, so. Oh, ist so geil, wenn man einfach ins Spiel kommt und das läuft nur Monkey Island Musik. Ist das so schön. Hallo Kat, hallo Käthe, was geht? Oh nein. Freunde, oh, Anke war gerade bei mir ein Skelett. Ja, auch geil. Schön. War jetzt nicht mehr. Ah, da, Freund einladen. Also ich müsste dich eigentlich eine Einladung gesendet haben. Meine zwei Schatzis hier. Ja, ja. Das geht doch nicht aus dem Bild. Normalerweise sollst du immer aus dem Bild gehen, Noah. Ausnahmsweise darfst du mal im Bild sein. Ist schon hübsch. Das ist aber nett. Ich weiß. Ich habe heute so einen guten Tag. Nein, ich habe heute eigentlich überhaupt keinen guten Tag. Oh, aber nein. Der wird jetzt bestimmt besser. Also ich habe heute Nacht 4 Stunden geschlafen. Oh no. Was ich hatte 6. Zum Rätseln nicht zu gebrauchen. Oh je. Ich hatte vorhin den Fehler begangen, ich habe mich kurz auf die Couch gelegt und mein Rücken soll krachen. 20 Minuten später bin ich dann aufgewacht, zum Glück habe ich mein Handy gestellt. 20 Minuten ist aber eine gute Zeit für so ein Powernap. Nee, ist 20 Minuten. Ja, jetzt aber 20 ich, Minuten. Danke. Ja, nee, aber ich war damit dann schon Richtung Tiefschlafphase, weil ich war vorhin dermaßen erschlagen dadurch. Oh, ne? Wie so ein Schlag in die Magenkuhle. Weil, aber deswegen mache ich auch keinen Mittagsschlaf. Ich ratze dann nämlich auch richtig. Ja, weg. Mein Mittagsschlaf also besteht aus 4 Stunden. Dann. Mm. Ja. Eine volle Schlafphase. Oh, krass. So, dann, alle ready? Wo war denn das? Dann reden wir mal mit der Käthe. Hallo Käthe. I'm Kate. I'll be your captain. Was ist denn das Quick-Menü da? So. Bietet doch was an, wa? Irgendwie. Aber wahrscheinlich über ihr Buch, ne, was neben ihr ist. Er säuft hier schon wieder. Ja, Noah, sag doch mal, wir säuften hier schon wieder. I could use some near grog. Ich nicht. Mission für Guybrush, das ist neu. Dafür stimmen, ne? Mhm. Bitte eine Eirange abzugeben. Oh, wunderschön. Noah, kannst du bitte abstimmen, dann können wir das abkürzen. Ja. Müssen wir alle? Wo denn? Da, wo schon 3 Messer drin sind. Ich hab die Messer geklaut. Ich kann da nix. Okay, hat sie schon erledigt. Eirange works in mysterious ways too. Ich hab neulich bei dir die Hand an der Tastatur gerade. Liebe die 2 Melodien, die sich hier so schön überlappen. Schön. Captain Piffpuff. Oh, hallo. Wir sind sehr nah. I still believe that Guybrush can become the legend he wishes to be. He has many more adventures ahead, but first, we must free him from the clutches of his old foe. The Chuck's a pompous old blowhard, but he's still dangerous. And if Threepwood is out of the picture, he'll go after Elaine next. Ah, yes. I understand he has something of an infatuation with her. That's one way of putting it. Anyway, the book also says there's a way to snap Threepwood out of whatever LeChuck's done to him. Then it seems the time is right to return to the Sea of the Damned. Allow me.
Ey, dann ist wieder am Stottern. Only Guybrush knows how to reach LeChuck. You must do whatever it takes to make him see the truth. Oh je. If I were you, I'd start by visiting the island's House of Mojo. Something tells me you're already expected. Ja, läuft. Zum Schiff. I guess. Ja, aber man kann ja eh nichts. Ich glaube, man kann eh nichts mitnehmen in Telltale, ne? Oder? Oder doch? Weiß nicht. Also letztes Mal haben wir dort was gefunden, wenn ich mich erinnere. Ja, ne? Aber wir können ja noch mal kurz irgendwie. Wir können erstmal unser Schiff aufhübschen. So. Also. Hübschikowski machen hier. Wir haben ja. Ich habe ja was gekauft. Ich habe nur vergessen, wo es jetzt ist. Aha. Ich habe ja irgendwas. Ich meine, ich habe die Galionsfigur eigentlich gekauft gehabt. Von Monkey Island. Dachte ich. Aber irgendwie taucht das hier nicht auf. Das fängt ja schon wieder gut an. So, ich bin halt muss so. Muss man die Sachen nicht, oder? Nee. Ja. Ich guck auch gleich mal. Gekauft, aber. Okay, vielleicht hatte ich auch das Steuerrad gekauft und nicht die Galionsfigur. Aber ich dachte, ich hätte die Galionsfigur. Egal, unser cooles Steuerrad. Okay. Monkey Island. Welche ist denn das? Oh Gott, es sind 13 Seiten. Naja, jetzt kommen wir mal zum Ende. Immer irgendwas. Komm, wir machen mal irgendwie spooky heute. Spooky Shit. Das ist nicht spooky. Ich kann nicht gucken in der Chestruhe, weil Shigeyaku an der Chestruhe ist. Ist richtig. Wow. Das ist korrekt. Ja, unglaublich. Das ist richtig so. So, wir sind Piraten, also gibt es eine Piratenflagge heute. So ist es nämlich. So. Ne, sehe ich nicht. Also, ja, die Galeonsfigur ist ein bisschen schäbig, vielleicht hat nur eine andere. Ich weiß ja nicht, kann ja nicht gucken, was hier gerade ja, geht chill doch mal deine Base. Tischdekoration. Wendy. Wie talkst du zu ihm? Anpassung nur wird von. So, jetzt. Man kann mittlerweile auch auf dem Schiff dekorieren, das wusste ich gar nicht. Hab ich auch noch nichts freigeschaltet, läuft bei mir. Gut. Gibt wohl keine Schiffsdeko. Schade. Belastobert. Sehr Belastobert. Oder Schiff brennt ja. Hast du Segel dran gemacht? Ja, Segel sind gut zum Segeln, habe ich gehört. What? So, die willst du nehmen, ja? Segel der. Es sei denn, ja, du kannst auch was anderes nehmen. Hauptsache irgendwas, was passt so. Wir haben jetzt so alles so ein bisschen feurig, gruselig heute ausgerichtet. Wir haben ein richtig cooles, neues Steuerrad und keiner kann sich mehr beschweren, dass man nicht weiß, wo oben ist. Denn das hat eine Figur dran, einen Schädel. So, dass wir immer wissen, wo oben ist, wenn man es benutzt, glaube ich. Gucken wir mal. Ach, das hast du genommen. Kann ich das? Warum geht das nicht? Ah, doch. Okay, vielleicht sieht man es in dem Moment. Ah, doch, das hat schon einen schönen Stein. Doch, das sieht man. Ja, ist okay. So. Der Anker, das passt nicht so ganz. Nichts, was besser passt. Also, Noah, auch da kannst du gerne nachhelfen, falls du einen schicken Anker hast. Wie sieht denn dein Anker aus? Einer hat so Gold und der. Rot. Ja, ich hätte den Kraken. Das passt farblich nicht so. Heute zumindest nicht. Das ist einfach so. Das ist einfach eine Xbox. Das ist einfach ein legit ein Xbox-Anker, ey. Ja, doch. Natürlich, ja, doch. Das hat auch einfach ein X oben in der Mitte. Also, das ist ein Xbox-Anker, ich schwöre. The X marks the spot. Ja. Anke kann wieder drauf sitzen. Das Steuerrad sieht schön aus. Den Segeln bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Soll so golden sein, ja? Also wir haben jetzt so brennende Segel dran. Den. Ich finde die schon ganz schick eigentlich. Ja, brennende Segel. Ja. Mhm. Aber du musstest das den Anker nochmal neu machen, weil ich kann jetzt auf deinen nicht zugreifen. Achso, okay. Kein Problem. Wenn, dann wollen wir erst stylisch unterwegs sein. Da, so viel Zeit muss ja sein, ne?
So. Abfahrt! Bindungsfeuer ist Konfetti. Ja, das ist in Ordnung. Konfetti für alle. Nix Abfahrt. Nicht ohne die Kapitänin. Welche Kapitänin? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich hole meinen Hund. Mein Hund mag mich. So. Oh ja, hier. Denkst du? Hundi. Moment holen. Hundi. Ich spring mal eben von hier ganz oben runter. Oh. Hallo, Rufus. Na, fein. Ja. Und jetzt runter mit dir. Und hör auf, überall hinzulassen. Haben wir uns verstanden? Wo ist der denn immer? Ach, hier so. Ist die. Wieso können wir unser Schiff noch nicht bedienen? Das ist richtig sad. Ja, vielleicht müssen wir das Special Design. Du musst das halt erst freispielen. Du musst halt, müssen wir mal machen. Irgendwann mal. Sich Laterne benutzen. Ach nee. Wo müssen wir denn hin? Da, wo es leuchtet, ne? Ist ihr schon wieder betrunken? Okay. Nicht doch. Irgendwer hat gesoffen. Nein. Ich weiß nicht, weil ich kann das nicht. Ich kotze dann nämlich auch an den PC, weißt du. Also ich garantiert nicht, nein. So, ich steuere schon mal rum. Was nimmst du dir hier raus? Einfach das Krogfass anzustechen. Fragen, wo müssen wir hin? Nein, er will mich wieder ja, es ist, glaube ich, relativ eindeutig. Nur der Winkel brauchen wir gerade nicht. Weg. Da. Oh, wir haben schon schicke Segel. Oh, das sieht schon gut aus. Das sieht schon schick aus. Wer kann, der kann, ne? Oh ja. Meine Ohren. So. Alle an Bord? Ja, ne? Dann. Ich glaube schon, ja. Mindestens einmal. Du bist so kacke. Schade, dass man keine Peitsche hat und dann los, schneller! Das wär's echt. Da sehe ich dich, danke. Da sehe ich dich. Und Sklaverei-Update ist raus. Was Update? Das neue Folterei und Folterei. Ich meine, hallo, ich Folterei gehört zu meiner Berufsklasse, ja, also. Was, du bist Jäger, steht bei dir drüber. Gar nicht wahr. Ich mach jetzt mal hübschi. So. Doch. Voll. Aber im Real Life. Ich fahre gegen den Felsen. Ach so. Ja. So, du gehst jetzt mal über Bord. Nee, ich muss hier Screenshots machen. Ich habe hier eine wichtige Aufgabe für YouTube. Mhm. Ich bin der Content Creator des Schiffs. Ist irgendwer Bahn hallo? Gegangen? Ich dachte, okay. Ja, hallo. Hallo? 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 Nein, ja, hallo. Nein, ich sehe nämlich nichts wegen dem Segel. Sollen wir das Segel einfach geradeaus? Ja, 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 ja. Immer geradeaus. Siehst du jetzt mal? Ach ja. Ein bisschen links einlenken, bitte. Nee. Ein bisschen Backbord. Okay, dann mache ich das Hintrauma eben. Hallo, links. Du sollst doch links fahren. Ja. So, jetzt muss ja, aber so, was sehen. Jetzt fahr nach links. Bitte fahren Sie nach links. Ich fahr doch schon nach links. Jetzt bitte einlenken. Ja? Jetzt bitte einlenken. Geradeaus. Meine Güte. Wir fahren mal wieder fast gegen den Wind, ey. Wir kommen in den One. Links bitte. Hallo, links. Hey, man kann jemanden auspeitschen mit der Angel. Ach Gott, ey. Oh, yes. Ja, ja. Links, bitte. Wo ist denn hier mal? Links. Ja. Dankeschön. Du musst so kommen Nora wir auch mit einem heilen Schiff da durch. Geh Nora auspeitschen. Los, hopp. Das wird gut. Ja, okay. Ja, stimmt. Der fährt. Oh nein, ich bin. Oh, nein. Ich hab mich getan. Wie kannst du? Es ist wieder alles grün. So. Dann gucken wir mal, dass wir Guybrush. Ich kann nicht. Und das? Das ist LeChucks. Das ist LeShip. Das ist sehr cool. Hallo Bob. Bist du bei uns? Oh, hallo Bob. Oh, er ist hier. Hi. Oh, oh nein, das ist das ist nicht Bob. Daneben ist Bob.
Bob ist sweet. Sweet, sweet Bob. Ja, ein lieben Bob. Bob ist doch der mit dem Witzebuch, oder? Bob ist der, der ins Treasure Valley zu Bob ist. War auch ein Sweet Bob. On the sea of thieves. But I can be merciful. Aha. Since I'm running the place, if ye swear an oath to follow the orders of your nefarious pirate lord, you could become richer and more powerful than you've ever dreamed of. Nun Bob nur so, ja, Meister. Consider my offer. I have work to do. Du hast da ein paar Messer im Rücken. Okay, never mind. Rück zum Gucken. Das ist so cool, das Schiff. Ach ja. Suche es in der grafischen Kollaboration, bitte. Bitte? Als nächstes dann die One Piece Kollaboration. Ja. Oh yeah! Ich glaube, da kommen wir auch langsam an das Piratenende, also Piraten-Fandom-Grenze. Okay. Das ist immer so unwahrscheinlich, nachdem die Serie jetzt so erfolgreich ist. Habt ihr das eigentlich echt gut? Ja, ja, natürlich. Ach. Ich bin jetzt aber erst bei Folge 4. Ja, alles okay. Oh, Captain Black, der ist wirklich ideal getroffen. Getroffen, so, boah. Borregar. Das Einzige, was ich an der Serie sagen muss, wo ist Lysops Nase? Ich will seine fucking Scheißnase haben. Ja, aber kein Mensch hat so eine Nase und es muss ja immer noch eine einigermaßen realistische Serie sein. Wir haben sich extra dagegen entschieden. Ich sag nur Arlo. Ja gut, das ist mal ein Fischmensch, der kann nicht realistisch aussehen. Und, hier das Schäfchen, der Schäfchenmensch, also realistisch. Auch kein realistisch bei One Piece, ich bitte dich. Ja, ja, aber wir haben sich extra dagegen entschieden, deswegen hat Sanji ja auch keine Kringelaugenbrauen und sowas alles. Ja. Gerade auch vor allen Dingen eine Minderheit sollte man nicht lächerlicher darstellen, als sie im echten Leben dann unbedingt ist wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich eher schwierig. Es ist so magisch! Gib mir all dein Geld, euch verprügelt. Ich wollte. Ihr seid so harmonisch. Du bist schon wieder über. Boah. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Du bist ins Wasser gesprungen, ich habe es gesehen. Ich habe es auf Band. So. Und Chelsea ist der Krake. Ich schieß deinen Vogel. Ich schieß deinen Vogel mal hinterher, ne? Ja, nett. Kann ja fliegen, ne? Hab ich gehört. Ja. Genau, ist ein Vogel, ne? Hallo, ich hätte Sollte vielleicht mal jemand an Steuer? Ja, das sagte mir auch gerade. Alle gucken nur so, oh, Alter, das ist aber schön. Nee, ich würde mal sagen, voll crashen hier, ne? Ja, aber. Vielleicht geht auch jemand an Anker. Ich hab schon. Anker. Geht doch mal an Anker. Roffel. Roffel kommt da. Ja. Ich verlasse die rennt vor, die spoilert. Spoilert. Ihr spoilert mich immer, ihr rennt immer vor. Ich gucke mir Sachen an und ihr macht schon die ganze Story, wie letztes Mal. Ich sehe das schon. Du hast das schön ganze wieder ins Wasser geklaut. Ein Scheiß habe ich. So, wo müssen wir hin? Ganz schön gespritzt, eigentlich. Bin weg. Tschüssi, Bitches. Wisst ihr eigentlich, wisst ihr warum? Wissen wir was, warum? Ja. Wisst ihr warum ja, sich Taucher warum? Rückwärts vom Boot fallen lassen? Warum sich Taucher rückwärts vom Boot fallen lassen? Ja, nee. Wusste ich mal. Wusste ich auch mal, aber weiß ich nicht mehr. Hau raus. Ja, wenn sie sich nach vorne verlassen, würden sie im Boot landen. Eieieiei. Dann rede ich doch lieber mit den drei absoluten Vollidioten hier. Ja, Zirkus! Ja! Lass uns aus einer Kanone schießen. Oh, dann müssen wir auf der anderen Seite von der Schlucht, von dem Ausguck runter. Genau. Aber ich. Oh, was ist denn das hier? Ist theoretisch das wissen wir noch nicht, dass wir da hin müssen bisher. Ist die Skamma zu? Was hier so geht. Nee. Aber alles hat, glaube ich, geradezu auch die Läden und so. Nein, die Skamma, ich bin gerade reingegangen. Also man kann. Ah, so, okay. Ich gehe mal ganz kurz bei Käthe. Bei Guybrush reingucken. Ich gehe gerade mal kurz in die Menschen. Guybrush.
Wo die Piratenanführer sind beschäftigt. Die schicken einen weg. Also ich bin bei Guybrush. Ich weiß nicht, ob er was Wichtiges sagen wird, aber ihr könnt gerne joinen. Wir kommen, wir fliegen, beeilen. Ich bin auf dem Weg. Der ratzt noch. Kann sein, dass er auch nichts Nützliches von sich gibt. Der bräuchte mal eine Putzfrau hier. Hier, Dings. Ja, Dings? Die Kokosnuss hängt hier übrigens noch anstelle von Murray am Kamin. Ach, schön. Wir haben ja zu der letzten Mission die Kokosnuss geplant. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr alle hinter mir steht. Ich sehe es nicht. Ich bin da. Ich bin unterwegs. Nee, bist du nicht. Du stehst. Das sehe ich. 12 Uhr. Sehe, dass dein Name sich nicht bewegt. Ja, jetzt schon. Oh, dieser Affe, ey. Überall, Hauptsache, alles ist voll mit unseren Tieren hier. Weißt du, alles hier voll kacken. Ja. Da kann Noah dann auch zwischendurch kacken und kannst auf die Tiere schieben. So, ich bin da. So. Okay, er pennt wirklich nur. Aber das wusste ich ja nicht. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass wir irgendwas triggern oder so. Dann vielleicht richtig wirklich Richtung Zirkus, denn hier geht nichts, ne? I guess. Hier haben wir dann alles abgehakelt. Ja, so. Die drei wichtigen Piratenanführer haben auch nichts zu sagen. Die sagen, hau ab. Ah, in der Scamba, oder? Ja. Genau. Ja, dann gucken wir doch mal. Die sagen nur zu dir, hau ab. Ja, dann gehen wir doch mal auf den Berg. Die wussten, dass du dabei bist. Ist Otis noch im Knast? Ich finde übrigens die Stadt so toll 3D designt. Also da kommt richtig geiles Feeling auf. Ich bin immer noch voll hellauf begeistert. Stell mal vor, hier so eine richtige. Passt halt auch volles Brot dazu. Ja. Stell mal vor, du hättest hier so ein richtiges Point-and-Click-Adventure, ein vernünftiges, also ein vernünftiges 3D Point-and-Click-Adventure. Ein gutes. Ein gutes. So wie Wendy. Oh Gott, hör auf. Ey, ich hab ein Teil von mir ist einfach gestorben gestern. Ja, und von deinen Zuschauern auch. Aber ich glaube, das war mit Rekordstream irgendwie. Ja. 50 Leute waren. Ja, durch halt auch die Dingens. Also, wir waren natürlich nicht alle aktiv, aber ich hatte ein paar Raids. Ja. Oh ja. Wie viele waren denn nachher? Das höchste? Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht auf dem Schirm. Ich glaube so um die 60, 65 oder so. Aber ich hatte auf jeden Fall im vierstelligen Bereich zum ersten Mal Live-Views. Das war schön. Habe ich mich sehr gewundert heute Morgen. Du musst immer so was spielen. Ja. Wusste, dass du das sagst. Ich würde ja Wendy 2 spielen. Leider lässt es sich nicht installieren. Doof. Scheiße. Stattdessen durfte ich Julias Abenteuer in Breiterland spielen. Das war auch schön. Ja. Der Berg, der niemals. Ja, ne? Im Point-and-Click-Adventure geht das viel schneller, da ist er da ruckzuck. Ja, stimmt. Hier brauchen wir richtig Oberschenkel, ey. Wie kannst du schneller sein als ich? Sag bloß, du bist gesprungen. Ah! Ja, ich bin gesprungen, richtig. Wahrscheinlich kriegt er auch also die ganze Zeit irgendwas. Ist der Ausguck da? Ja, moin. Ich wünsche, ich hätte jetzt so eine Bombe mit, dass ich nie hier runter. Das wäre so lustig. Haha, oder das ist lustig, du. Ich würde ja gar nicht wissen, wohin mit mir. Ach. So, dann. Lulmau. Oh, hier ist aber ganz schön diesig. Oh, ich bin wieder oben gespawnt. Ich darf da offensichtlich gar nicht hin. Echt? So wie beim letzten Mal. Oh ja. Okay, Lego. Spiel, was erspähst du? I don't have time for chit-chat. I've got to keep watch, especially when there's a. Aber den Zirkus sehe ich von hier. Ja gut, sind wir am Dance hier hochgelaufen anscheinend? Nein, jeder Gang macht schlank. So, haben wir denn hier missionstechnisch? Gucken wir doch mal in das Buch. Corinnas großes Grimoire des mysteriösen Mojos. Wir hätten ja auch blättern können, so, ne? Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ach, wir sollten erst in den Modulo-Laden gehen, ja. Und dann zum Zirkus wahrscheinlich. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass der offen war. Ich dachte, die wären alle zu. Dann habe ich das übersehen. Nee, da stand jetzt zumindest keiner davor. Also. Ja, vielleicht deswegen. Wieder auf der falschen Seite, ne? Okay. Ja, dann gehen wir mal. Da geht's runter. Ja, Mensch. Ich hänge. Runter geht immerhin angenehmer als hoch, ne? Man sei. Nee, dann sterbe ich. Das wird nichts. Obwohl, wenn ich mir das so angucke, könnte das schneller gehen. Ich bin unten. Ich stehe davor.
Nein, nicht ernsthaft. Man spawnt bei den Halunken, bei den drei Halunken. Ah, schön. Ja, moin. Ja, ja, man kann schneller reingehen. Ja, komm, Geronimo. So, komm mal her hier. Ich bin wieder oben gespawnt, ob ihr mich verarschen wollt. Haben wir es reingelegt? Oh Mann, ey. Da nehme ich all meinen Mut zusammen und springe runter und dann spawne ich wieder bei dem Speer, ey. Ich kotze. Ein Schnurr, hast du abgenommen? Jetzt müssen wir wieder... Ja, ich bin auch da runtergesprungen. Da hat er sehr viel Angstschweiß verloren. Ein wunderschönes Skelett. Ah, es ist wieder leicht buggy. Schön. Wo waren denn immer die Emotes? Ich vergesse das immer. Y, glaube ich. Gegenstände. Ich glaube Y. Y. Oder? Passiert bei mir gerade gar nichts. Ach doch, ich muss mein Vieh ablegen, ja. So. Ah, okay. Ja, erstmal tricksen. Trick 17 machen. Autsch. Das war mein Knöchel. Ja, bestimmt nicht auch. So, ich bin unten. Keine Orientierung. Da. Gut, dass alle einfach springen können und ich bin. Ich kann nicht auf die Land. Muss ich lang. Da. Belast du, Bernd. Jetzt siehst du aus, als würdest du ein Bad nehmen. Ja, ach genau. Jetzt leiser, sie kommt. Leiser, pst, pst. Ja, ja. Unauffällig. Ja, gut. Ja, dann gehen wir mal rein, wa? Ja. Na, gute Frau. Hey. I could not summon you sooner, but things work differently. Du musst auch, was hat du gemacht? Also brennen? Oh, ihr seid so heiß. Ja, ich weiß. Guybrush to his senses. A potion that can convey the truth. Wieso höre ich nicht auf zu brennen? Ich hab weil du so heiß bist. Jetzt. Toll, jetzt brenne ich. Danke. Ja, begleitet. Oh nein, die drei legendären Prüfen. Rein geht's ja. Man zeigt sich mit dem Finger auf, Leute. Das ist unhöflich. Ja, doch was an. Ja, und? Das ist doch nicht der Kaiser. Nicht mit den Fingern auf nackte Leute oder so. Wie viele nackte Leute triffst du denn so in der Regel? Schließlich sind die, guckt mich so die ganze Zeit gerade an und denkt sich so, hä? Was macht ihr da? Was macht ihr da mit seinem Finger? Doch, bei mir guckt sie mich an. Mal zu euch und dann zu mir, jetzt wieder zu mir. Ja, jetzt guckt sie mich gerade direkt an. Jetzt hat sie den Kopf vielleicht weggedreht. Ranga hat aber auch eine Augenklappe. Mir? Der sieht nur 2D, ne? Genau. Das ist ja eine Kurina. Ach ja. Ja. Noah, kannst du mal deinen Finger aus dem Bild nehmen? Danke. Okay. So. Ist mein Finger so dick, dass du die nicht siehst, oder was? Ungefähr. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Da immer so viel Blödsinn da war, habe ich keine Ahnung, wovon die jetzt gerade geredet hat. Wir sollen in die Skamba zu den drei, zu den drei Leuten. Hier, moin. Und die wollen zum Zirkus. Einmal eine vernünftige Crew in meinem Leben. Never. Jetzt habe ich wieder für immer einen Ohrwurm. Ey, stimmt. Oh, moin. Oh, der Hund hat seinem Spielzeug nach. Ja, den dreiköpfigen Affen. Oh, ich liebe das hier so, ne? Ich möchte das ganze Spiel reworked haben, einfach, ey. Schlimm. So. Ja, definitiv. The governor granted you an audience? Well, this changes matters. The legend of Monkey Island doesn't waste his time with pirate wannabes. That may be so, but nobody's gone through the trials in an age to live. Man, der hat ein schiefes Gesicht rechts. Then it'll be their funeral, and all the more grog for us. Very well. With the governor's bless, we shall begin the three legendary trials. There are three devilishly difficult trials every island must undertake, inspired by the legend of Monkey Island. You must master the sword and the art of thievery. And
The quest. The quest. Treasure hunting, you sea urchin. We've been doing this for 33 years, and you're still as clueless as ever. I have a very short attention span. You must prove yourself in each of these three areas: swordplay, thievery, and treasure huntery, and gather proof that you've done it. We've prepared some documentation to help you on your way. You can always ask us for advice. It's the least we can do for making the legendary trials so confoundingly impossible. Now your first task will be clearing away this accursed fog. Fella can't see past his own beard out there. Well, that's richtig. If it's cursed fog you want clearing away, I happen to have considerable experience in that regard. There was a time at Sailor's Grave where all were waiting. Oh, not the lighthouse story again. Get to the point. Very well. Ye must return to the Mojo Shop and lay your hands on a mystical brew to dispel that infernal mist. Okay. Is that all? We could have told a man, you dim-witted decoration. Everyone's a critic. Oh, ich liebe alles hier dran. Alles liebe ich hier dran. Es ist so liebevoll. Ich möchte immer noch das ganze Spiel in diesem Stil. Ach. Ich fühle mich echt so, obwohl ich ja damals kein Monkey Island gespielt hatte, sondern erst kürzlich die alle hintereinander weggeballert habe, fühle ich mich einfach so krass nostalgisch hier. Es ist super weird. So, also. Wir brauchen jetzt ein Mittel, um den Nebel wegzumachen. Gute Alter, Sapphexe, gib uns mal hier. Hätten Sie da was für uns, Frau Corinna-san? Ja. You are undertaking the three trials? Ja, ich befürchte schon. Then you'll be needing this list. I have foreseen much that will aid you in the trials. Even in his slumber, Guybrush will be able to assist you. Aha. Auch so Guybrush? I guess. Er wird uns irgendwelche Tipps geben können. So eine Scavenger Hunt hier einfach. Hui. Ich hätte eigentlich noch eine zweite Sache. Noah springt die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, aber ich. Der hat halt einen Sprung in der Schüssel, verstehst du? Oh, Guybrush beklauen, das ist neu. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Gut. Guybrush Memoano untersuchen. No more autographs. Der hat hier eine Truhe. Kann ich nur schließen. Oh, Memoiren. Das ist eine halbgeschriebene Chronik von Guybrushs Abenteuern. Du solltest wahrscheinlich mit dem Lesen warten, bis sie fertig geschrieben ist. Okay. Ist eine Lagertruhe erforderlich? Ja, wahrscheinlich ist das das. Haben wir das Schönes. Tintenfass des Kapitäns. Von Chikiako entdeckt. Tintenfass des Kapitäns platzieren. Bräuchten noch etwas, worauf er schreiben kann. Ich fühle mich gerade legit gerade wie bei Baphomets Fluch 2. Da musste ich auch so Sachen hinlegen. Ah, Baphomets Fluch, geil. Cringy George war richtig hardcore wieder. Yeah. Wie er immer so sagt, yeah. Yeah. Wenn's Wesen das Einzige wäre, was er sagt. Aber nein, er sagt doch viele dumme Dinge. Oh ja. Ich habe eine Schreibfeder gefunden. Oh, nice. Sehr gut. Jetzt braucht er noch ein Stück Pergament wahrscheinlich. Hier kann mit was unterzeichnet werden, genau. Also er muss irgendwas unterschreiben. Genau, er sagt ja auch von wegen Autogramme und so. Das heißt, er würde, wenn er eh von Autogrammen träumt, unterzeichnet er wahrscheinlich im Halbschlaf was. Frage ist, was haben wir denn? Haben wir selber was dabei? Nur das Buch, das bringt uns, glaube ich, nichts. Ne? Ist auch einfach schön, wie blättert man? Ach so, blättert man. Und so geht das. Ah, das ist die Geschichte von. Eine Kurzgeschichte. Ah, ja, klar. Legendäre Prüfung des Diebstahls, der Schatzjägerei. Würdest du gerne kämpfen wie ich? Okay. Wie kannst du Münzen verdienen? Boah, das Buch ist echt voll. Ui. Da haben wir wirklich dran, länger zu gesessen, ne, zu sitzen, ey. So, ein Pergamentchen. Aber wir haben jetzt noch nichts, ne? Nee. Nee. Also, ich guck mal ins Buch.
wenn wir wirklich mal durchgehen, vielleicht ist da was Sinnvolles drin. Also, fangen wir vorne an. Das ist nur die Geschichte von Guybrush. Besuche mich im Laden, genau. So, wir haben einmal die legendäre Prüfung der Schatzjägerei. Im Walde verweilt es der Schatz und seine Güter. Um den Legenden zu folgen, keine Arbeit für Schwache. Zum Orten der Beute musst du dir besorgen, nicht nur eine Schaufel, auch eine Karte ist vonnöten. Wer hat das denn gereimt? Ist ja grauenvoll. So, dann haben wir die legendäre Prüfung des Diebstahls. Komm und bestaune den Götzen der vielen Hände. Nur bei Stans Gebrauchtschiff-Bazar. Oh, Stan. An der Bucht von Mili. Okay. Da das Idol jetzt. Okay, ja. Und die nächste Seite. Würdest du gerne kämpfen wie ich? Smirk ist mein Name. Die Legende von Monkey Island hat mit mir trainiert. Ich könnte dich für die Prüfung des Schwertes ausbilden. 400 spanische Dollar. Mächtiges Piratenschwert erforderlich. Keine Zeitverschwender. Triff mich auf dem Hügel an der Bucht. Und auch im... Okay. Dann eine Anzeige vom Zirkus. Hier kannst du Münzen verdienen. Ja, da haben wir noch eine Karte, wo alles jeweils ist. Da ist viel zu tun. Dann haben wir noch eine Scavenger Hunt irgendwie. Die Linien kreuzen den Himmel. Dieser Vogel hilft dir zu fliegen. Das ist das Gummihuhn. Eine Klinge musst du präsentieren, wie der vor langer Zeit agieren. Also wahrscheinlich Beleidigungsfechten. Die Karte, die er verkauft, könnte der Typ auf der Straße gewesen sein. Die Wahrheiten, die sie dir erzählt. Mit allen dreien in der Hand kehre zu mir zurück. Wer auch immer mir ist. Mir ist, Naja, die Voodoo-Tante wahrscheinlich. Ach so, das kann oder sein. Oder Guybrush. Who knows. Voodoo-Tante. So. Dann weiß ich nämlich aber auch nicht, was wir hier gerade von ihm... Eigentlich brauchen wir... Also als wir eine Karte hätten, dann... malt er wirklich was? Frage ist, ob das jetzt der... Auch eine Karte ist vonnöten. Also es ist vielleicht... Vielleicht haben wir die vielleicht auch einfach malt der uns die Karte, wenn wir... Ja, wenn ja, da habe ich auch schon überlegt. Wir brauchen ja irgendwie Pergament oder so. Genau. Also im Haus, glaube ich, ist nichts Bude mehr. Ich mal um die Bude rum. Nee. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Hier kann man nicht durch, ne? Nee. Du hast Pergament, aber da kann man nichts von nehmen. Was da? Nein. Ich kenne meine Karten auch immer zwischen die Zähne von irgendwelchen Skulls. Ah, normal. Man kennt's. Man kennt's. Ich find's schön, wie unser Schiff leuchtet. Das ist echt hübsch. Wir könnten nochmal zu dem Typen, zu dem Händler-Dude in der Stadt gehen, bei den drei zwielichtigen Piraten. Ja, das ist ja der, der einem sonst also die Karte gibt. Also einer hat einem in dem Spiel nämlich entweder eine Karte oder so ein, so ein Memo gegeben, von irgendeinem Sitzungsmemo. Ich gehe mal zu den drei Piraten. Ja, den drei bin dabei, bin auch da. Ich bin ja gerade bei dem Dude im Geschäft, aber hier ist auch nichts. Moin. Ah, so, jetzt kann ich dich anlabern. Hey, ich erinnere mich an dich. Hast du ein Autogramm vom Gouverneur bekommen? Hahaha. Ich bin auf der Suche nach einem verborgenen Schatz. Hey, du hast Glück. Der Typ mit dem Mantel da drüben verkauft Schatzkram. Genau. Deswegen bin ich ja schon hier. So. Brauchen aber dann 1000 spanische Dollar. That's a map to the legendary lost treasure. Der Troll, der ist verschwunden, hat ein Schild aufgestellt. Gib mir die eine Karte. Nee, also okay, bei dem kann man nichts machen, nee. Also bei ihm können wir für 1000 Dollar die Karte kaufen. Weiß nicht, ob wir die vielleicht auch klauen können, denn wir haben keine 1000 Dollar. Glaube ich. I guess. Krakbomente, du bist im Weg. Also ich hätte ganz gern... Ein Tauschhandel. Die einzigen Karten in der Stadt, die wertvoller sind als meine, gehören der Legende von Monkey Island. Vielleicht könnte ich mich überreden lassen, eine Karte aus einem der Abenteuer des Gouverneurs anzunehmen. Das wäre ein kleines Vermögen für mich wert. Und eine Karte für dich. Okay, also brauchen wir von Guybrush eine Karte, um sie bei ihm hier einzutauschen. Genau. Das heißt, wir brauchen aber immer noch Regale in der Villa. Ein Pergament, genau. Also irgendwas, worauf er was malen kann. Oder nicht? Ich glaube, Guybrush wird auf die Karte malen. Ich glaube, der malt uns den Weg da drauf, würde ich vermuten. Ich weiß jetzt nicht. Jetzt meinst beraten. Du? Ich würde es. Achso, okay. Ja. Aber wir brauchen immer noch was, worauf er malt. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Villa.
Ja, das kriegen wir jetzt ja von ihm. Wir gehen jetzt in die Villa, besorgen ihm eine fancy Karte von Guybrush. Ach und so, tauschen die ah, also die keine Karte, frisch gemalte. Die er da jetzt hat. Ah, keine. Genau. Frisch gezeichnete, alles klar. Falsch verstanden. Ja. Naja, er hat da ja irgendeine Karte, so. Mm, genau. Was haben wir denn hier noch? Haben wir jetzt hier in den Regalen ein Buch herausziehen, wie man unsichtbare Tinte erzählt. Leck den. Oh, man kann die Bücher hervorziehen. Ich sehe schon, Kalligrafie für Anfänger untersuchen. Egal wie sehr du dich bemühst, ist es unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu erkennen, das in diesem Buch geschrieben steht. Schön. Was haben wir noch so? Was haben wir da oben? Als ich damals LeChuck in die Luft jagte. Oh, wundervoll. Ein Bericht von Guybrush, der seine erste Reise nach Monkey Island beschreibt. Es scheint etwas darin versteckt zu sein. Oho. Ah. Was haben wir da? Geh mal weg. Oh, die Tiere hätten wir alle wieder abschaffen müssen, ey. So. Komme ich da dran? Juhu. Es ist die Karte der Gegend. Nice. Wie findest du die sich signiert? Ah, noch nicht. Die können wir doch benutzen. Ah ja, zwei. Tatsächlich kann ich die so, nicht. Während du eine Karte untersuchst, kannst du sie mit F genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Ich kann sie mit Linksklick kann ich sie mir angucken. Mit F kann ich sie nicht. Ja. Oder? Nö, auch nicht. Nö. So, kann aber ich kann die nicht hinlegen. Oder kannst du sie erstmal wieder wegstecken und dadurch ist sie dann in deinem Inventar und dann kannst du sie hinlegen. Ich glaube, die müssen wir jetzt zu dem Typi bringen. Ja, und ich denke sie auch. Dann zu tauschen. Wahrscheinlich. Weil das bringt uns ja das Geld, Booty und... Ja, genau. Das ist eine Karte, die wir auch selber schon hatten eigentlich, glaube ich. Ja. Wir waren da ja schon teilweise. Jedenfalls im Content-Ticket-Mädchen. Ja, das stimmt. Ja. So. Ja. So. Genau, Guybrush unterzeichnete Seekarte gegen Schatzkarte tauschen. Perfekt. Ich mach das jetzt mal. Is that one of the governor's famous sea charts? Yep. Okay, you got a deal. The treasure map is yours. Nobody else wanted it anyway. So. Okay, jetzt die Seekarte. So, wie sieht die denn aus? Jetzt? Oh, gar nichts. Kann die gar nicht sehen. Okay, cool. Nicht angucken. Nee, vielleicht können wir nicht. Die wirklich nur, vielleicht dann können wir die jetzt einfach nur bei ihm hinlegen oder so. Genau. Oder sie wurde ins Buch geklebt. Gucken wir gleich mal. Aber erstmal würde ich versuchen, hinzulegen. Nö. Okay, dann im Buch vielleicht? Nee. Nö. Ja, nur für dich. Jetzt super. Haben wir den Weg durch den Wald. Wir haben den Tanzel Monkey. Aber... Wir müssen doch erst den Nebel verschwinden lassen, oder? Eigentlich schon. Dann sollen wir noch mal zur Kräuterhexe gehen? Mhm. Vielleicht sagt die uns dann jetzt, wo. Ja. Besucht mich im Laden. Was hast du dir denn gesagt? Eigentlich nur, dass Guybrush einem helfen kann, aber irgendwie tut das nicht. Hm. Ja, fand ich jetzt auch ein bisschen irritierend. Naja, werden wir schon rausfinden. Wäre ja auch doof, wenn alles super easy wäre sofort.